Sie landen auf der Flockenblume und auf dem Klee. Bienen bei ihrer Nahrungssuche. Sie besuchen die unterschiedlichsten Blütenpflanzen und sammeln Pollen und Nektar. Davon verbrauchen sie für sich selbst nur einen winzigen Teil. Das meiste liefern sie ab. Sie werden schon seit über 5000 Jahren als Nutztiere gehalten. Der Mensch bietet den Bienen eine Behausung, um an ihren Honig zu kommen. In jedem Kasten wohnt ein Bienenvolk. Das können 80.000 Tiere sein. Es herrscht reger Flugverkehr. Jede der 7000 Flugbienen legt am Tag 60 Kilometer zurück. Bienen verbringen jedoch den größten Teil ihres Lebens im Innern, im Stockdunkeln. Das müssen wir beleuchten, um mehr über ihr Insektenleben zu erfahren. Im Bienenstaat leben drei verschiedene Wesen. Vom Imker markiert die Bienenkönigin, die Mutter aller Bienen. Sie wird umsorgt von den Arbeiterinnen, die im Laufe ihres Lebens ganz verschiedene Aufgaben erfüllen. Die meisten Bienen im Stock sind Arbeiterinnen. Größere Augen und einen plumperen Körper haben die männlichen Bienen, die Drohnen. Ihre einzige Aufgabe ist die Begattung einer Königin. Mit ihren Fühlern erkennt die Königin, dass eine Zelle leer ist, und sie legt ein Ei hinein. Das kann sie befruchten mit den Spermien, die sie seit dem Hochzeitsflug in ihrer Samentasche gespeichert hat. Der Samenvorrat reicht bis an ihr Lebensende. Die Königin wird 4 Jahre alt und ihre einzige Aufgabe ist es, Nachwuchs zu produzieren. Im Frühjahr legt sie 1500 Eier täglich. Aus den Eiern schlüpfen nach 3 Tagen die Larven. Doch schon jetzt schaffen die Arbeiterinnen Nahrung in die Zellen. Sechs bis 12 Tage alte Stockbienen sind die Ammen, die Kindermädchen der frisch geschlüpften Rundmaden. Die Ammenbienen verfüttern einen Saft, den sie in einer Drüse ihres Kopfes produzieren. Wie die Maden im Speck liegen die jungen Rundmaden im Futtersaft. Sie fressen viel und müssen daher ständig gefüttert werden. Für die älteren Maden sorgen die jüngeren Stockbienen. Sie holen den Pollen aus den Vorratskammern und vermischen diesen eiweißreichen Blütenstaub mit Futtersaft und Honig, bevor sie ihn verfüttern. Arbeitsteilung im Bienenstock. Die einen füttern den Nachwuchs, andere sorgen für eine gleichbleibende Temperatur. Im Brutbereich soll sie 35 Grad Celsius betragen. Die Maden sind jetzt 6 Tage alt und werden nicht mehr gefüttert.
Die Stockbienen verschließen die Brutzellen mit einer luftdurchlässigen Wachsschicht. Auf dem Zellboden wird es der Larve allmählich zu eng. Während die Biene den Deckel anfertigt, streckt sich die Larve und überzieht das Innere ihrer Zelle mit einem Gespinst. Die Maden häuten sich und werden zu Puppen. Die liegen auf dem Rücken, den Kopf zum Zelldeckel gerichtet. Einzelne Körperabschnitte sind schon zu erkennen. Noch ist das Insekt farblos, nur im Augenfleck sind schon Farbstoffe eingelagert. ...21 Tage nach der Eiablage. Die voll entwickelten Bienen schlüpfen. Die weiblichen Arbeiterinnen entwickeln sich aus befruchteten Eiern. Aus unbefruchteten Eiern entwickeln sich männliche Bienen, die Drohnen. Ihre Entwicklung dauert 24 Tage. Sie drehen sich von der Rücken- in die Bauchlage, um schlüpfen zu können. Drohnen sind nur für die Fortpflanzung wichtig. Im Herbst kommt es zur sogenannten Drohnenschlacht. Die Arbeiterinnen jagen die überflüssigen Fresser aus dem Stock. Drohnen können sich nicht wehren, sie besitzen keinen Stachel. Im Laufe ihres Lebens übernehmen Stockbienen wechselnde Aufgaben. Zuerst putzen sie die Brutzellen, dann füttern sie die Maden, jetzt bauen sie die Waben. Die Mittelwand von der Decke der Behausung steht senkrecht nach unten. Rechts und links davon legen sie die Vorrats- und Brutkammern an. Aus der Ammenbiene ist eine Baubiene geworden. Jede von ihnen trägt eine kleine Wachsfabrik auf ihrer Unterseite. Drüsen produzieren hauchfeine Wachsblättchen. Mit den Füßen ihrer Hinterbeine zieht die Biene ein Wachsblättchen heraus und übernimmt es mit den Mundwerkzeugen. Sie knetet das Wachs und vermischt es mit Speichel. So lässt es sich leichter verarbeiten. Hier wurde der Wabenboden durch ein Glasblättchen ersetzt, um zeigen zu können, wie die beiden Oberkieferzangen das Wachs bearbeiten und auftragen. Häufig hängen sich Baubienen aneinander. Sie bilden lebende Ketten und werden von den anderen als Brücke oder Leiter benutzt. Das Ergebnis der Bauarbeiten. Regelmäßige sechseckige Zellen, hergestellt in völliger Dunkelheit. Bei Temperaturen über 38 Grad Celsius schmilzt das Wachs. Um das zu verhindern, zerstäuben lebende Ventilatoren kühlendes Wasser. Und sie sorgen auch für ständige Frischluftzufuhr. Sechs Wochen alt werden die Arbeiterinnen. Auf 3 Wochen Innendienst folgen 3 Wochen Außendienst. Als Flugbienen suchen sie nach neuen Futterquellen. Auf Wiesen mit unterschiedlichen Blumen finden Bienen genügend Pollen und Nektar.
Sie suchen bei jedem Ausflug immer nur eine Pflanzenart auf. Vom Grund der Blüten saugen sie den Nektar. Der Honigmagen dient als Transportbehälter. Bienen sind nützliche Tiere. Während sie Nektar saugen und Pollen sammeln, bestäuben sie viele Pflanzen, die dann mit ihren Früchten Nahrung liefern für Tiere und Menschen. Den Blütenstaub verstauen sie in den Pollenkörbchen an ihren Hinterbeinen. Bienen saugen auch Wasser auf. Nur einen kleinen Teil davon verbrauchen sie für sich selbst. Das meiste transportieren sie in den Stock. Dort wird es gebraucht, um die Temperatur zu regeln und um die Brut feucht zu halten. Ankommende Flugbienen sind leicht an ihren prall gefüllten gelben Höschen zu erkennen. Eine schwer beladene Pollensammlerin. Ihre Pollenkörbchen sind von unten besonders deutlich zu sehen. Die Ladung füllt sie in eine Vorratskammer. Weiterverarbeitet wird der Blütenstaub von einer jüngeren Kollegin aus dem Innendienst. Der Vorrat dient zur Aufzucht der Maden und er hilft den Bienen über den Winter. In andere Kammern wird der Honig gefüllt. Den Nektar, den süßen Saft der Blüten, übergeben die Flugbienen zunächst an die Stockbienen. Die setzen Drüsensaft zu, entziehen Wasser und füllen den halbreifen Honig in Zellen. Andere Stockbienen saugen ihn wieder auf und geben ihn weiter. Der Nektar muss von Bienenmagen zu Bienenmagen wandern, damit Honig aus ihm wird. Bienenspeichel macht den Honig haltbar. Und damit er noch dickflüssiger wird, setzen die Arbeiterinnen alle Mittel ein. Zum Schluss werden die Waben versiegelt. Mit diesem Vorrat kann ein Viertel des Bienenvolks überwintern. Die im Herbst geborenen Arbeiterinnen werden 7 Monate alt. Sie füttern die Königin während der kalten Jahreszeit. Und sie füttern die neue Brut, wenn im nächsten Frühjahr die Königin wieder mit der Eiproduktion beginnt. Im Staat aus Wachs und Honig.